Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und heute habe ich mir mal gedacht, schaue ich mir mal doch eine Hide-and-Seek-Map an, denn der liebe Monte hat ein Video hochgeladen, auf dem er auch gesagt hat, wir können uns gerne die Map anschauen und auch gerne dazu Videos machen. Die Map hat er zusammen mit Steel gemacht und ja, schauen wir uns mal auf jeden Fall die Map an. Hier ist auf jeden Fall der Spawn-Punkt von dieser Map, hier spawnen wir. Und hier ist auf jeden Fall der Eingang. Man sieht auf jeden Fall schon mal, sehr schön sieht das aus und sehr detailreich. Hier die Bänke, paar Schilder, alles mögliche drin. Dann haben wir sogar so ein Schild, Haus Nummer 2. Und hier, man sieht auch, die Häuser wurden ein bisschen bearbeitet. Klar, einige Sachen sind noch drin geblieben, ist aber natürlich auch nicht schlimm. Man muss ja nicht alles umbearbeiten. Aber man merkt auf jeden Fall, dass hier was bearbeitet wurde. So, hier oben glaube ich auch. Hier in den Raum glaube ich eher weniger, aber wie gesagt, ist ja gar nicht schlimm oder so. Wir schauen uns natürlich jetzt auch nicht jedes Haus an, aber ich will jetzt auch mal so ein bisschen so ein paar Verstecke und so anschauen. Ja, aber jetzt auch nicht jedes zum Beispiel, denn ich möchte mir noch einiges offen halten. Ich habe mir das Video zwar jetzt angeschaut, aber nicht komplett, zumindest nicht komplett, ich habe nicht komplett aufgepasst, sagen wir mal so. Und aber einige Sachen habe ich mir halt schon noch gemerkt. Hier vorne im Gebüsch ist ein krasses Versteck. Wenn ich hier durchgeht, boah, wie die darauf gekommen sind, Alter. Schon krass. Also klar, wenn man das Versteck jetzt kennt, dann geht man bestimmt direkt dahin und dann, ja. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel rumschleimen oder so. Ich sag wirklich meine echte Meinung, wirklich. Also jetzt nicht mein, oh, 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 der schleimt nur rum, bla bla, der will nur rumschleimen. Es ist ja nicht mal sicher, dass Monte das Video sieht oder so, aber ich will jetzt nur meine echte Meinung sagen. Ach ja, und wir können jetzt übrigens auch, also ich habe jetzt herausgefunden auf jeden Fall, wie man das eingibt und so. Manche wussten es wahrscheinlich schon viel, viel früher, aber was soll's. Und wir könnten auch theoretisch diese Map oder so in einem Stream mal spielen oder vielleicht mal in einem Video. Schauen wir mal. Aber jetzt möchte ich es halt nochmal ein bisschen anschauen. Oh, kommt man da komplett hoch? Hier sieht es auf jeden Fall auch krass aus. Da haben die den Kran oder das Netzteil, wer ist das? Diese Antenne, glaube ich, Antenne heißt das. Komplett umgedreht und das ist hier richtig verwüstet. Boah, ich komme jetzt nicht rauf, egal. egal, lassen wir es mal. So, sieht auf jeden Fall auch krass aus hier. Okay, hier gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich auch so ein bisschen gute Ecken, wo man sich verstecken könnte. So, kann man da ganz nach hinten? Ah, leider nicht ganz nach hinten. Das finde ich ein bisschen schade. Okay. Ja, aber man könnte da natürlich hier stehen, aber ein bisschen schade, dass man nicht komplett nach hinten kann. Weil hier ist sogar eine Uhr und hier sieht man auf jeden Fall, dass das Haus komplett umgekrempelt wurde, beziehungsweise das sind mehrere Häuser in einem. Hier sollte man auch die Hydranten nutzen, da haben die sich auch was ausgedacht, dass man mit Hydranten hochkommt. Hier zum Beispiel habe ich doch vorhin gesehen, ey, komm hoch. Let's go. Nein, ich komme nicht hoch. Ey, ich komme. Wollen die mich verarschen? Da wollte ich gar nicht hoch. Alter. Nein! Junge, jetzt. Also, hier oben. Gut, wenn man da tanzt, bringt das natürlich nichts. Aber hier vorne könnte man sich gut verstecken. Ist auch natürlich klar, wenn man das Versteck kennt, dass da Leute vielleicht hochgehen und einen vielleicht auch leicht finden. Also, da gibt es natürlich auch bessere Verstecke, aber ist auch nicht schlecht. Da ist auf jeden Fall noch das Haus mit der Nummer 4. Was bringt das? Okay, oh, was ist das? Das habe ich gar nicht gesehen. Wow, hier könnte man sich natürlich auch gut verstecken. Die Hydranten sind schon gut platziert. Kann man hier auch... Alter, kommt man anders auch rein? Oder kommt man anders nicht rein, ist die Frage. Ich glaube nicht. Das Versteck wirklich habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht hat das Monte im Video gezeigt, aber ich habe drauf dann eher weniger geachtet, beziehungsweise nicht gesehen. Okay. Man könnte sich auch irgendwie so verstecken. Ah, ich weiß nicht, ob man einen von da hinten dann sieht. Oh, auf das Dach könnte ich dann auch. Ist es geplant, dass man auf das Dach hier hochkommt? Ah, da ist dieses Versteck. Im Container drin. Doch, doch, man muss auf jeden Fall irgendwie aufs Dach hoch. Ja gut, Leute, aber ich würde damit auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viele krasse Verstecke es noch gibt. Gibt es bestimmt noch welche. Ja, aber damit habe ich, denke ich mal, genug von der Map erkundet. Also, ohne jetzt zu schleimen oder sonstiges, mein Fazit von dieser Map sieht krass aufgebaut aus und sieht auch schön aus. Ja,
hat Monte sich auf jeden Fall zusammen mit Steel dann was Krasses einfallen lassen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao.